Vier Minuten nach sechs. Lockdown, nicht mit Melanie Kruse, die Beauty-Salon-Chefin. Die darf momentan in ihrem Salon in Neumünster nicht arbeiten, wie so viele. Sie jammert nicht, sie sucht eine Lösung. Da in Sachsen-Anhalt Kosmetikbehandlungen erlaubt sind, packt sie also ihre Sachen und arbeitet kurzerhand dort. Beauty-Behandlung im Wohnmobil. Die Nachricht des zweiten Lockdowns trifft Beauty-Chefin Melanie Kruse ein zweites Mal mit voller Härte. Denn hier im schleswig-holsteinischen Neumünster dürfen die 31-Jährige und ihre 5 Angestellten mindestens einen Monat nicht arbeiten. Also ich kann das immer noch nicht glauben, dass der Laden jetzt wirklich zu ist, wieder für einen ganzen Monat. Wir hatten es ja gerade erst im März. Also es war auch ein ganz komisches Déjà-vu, als das jetzt wieder in diese Richtung ging. Weil es hieß ja die ganze Zeit, auch von Herrn Spahn eigentlich, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Und deswegen war ich da wirklich auch, habe vertraut in die Politik und habe gesagt, okay, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und als es dann hieß, wir sind schon wieder betroffen, ist mir natürlich, es ist einfach eine Welt zusammengebrochen. Ne? Aber in Sachsen-Anhalt darf sie arbeiten. Melanie Kruse wird erfinderisch und baut ihr privates Wohnmobil zu einem mobilen Beauty-Salon um. Man sieht ja schon, dass hier jetzt gerade ein Bett ist. Normalerweise war auf der linken Seite auch noch ein Bett und in der Mitte war auch noch eine Konsole, wo auch noch eine Matratze drauf war. Und ja, wir mussten jetzt natürlich die eine Seite vom Bett rausnehmen und eine Ebene schaffen, dass ich da meine Liege hinstellen kann, um meine Kunden zu pigmentieren. Melanies Vater baut seit 2 Tagen den Camper um, damit die Kosmetikerin ihre Beauty-Tour starten kann. Der mobile Schönheitseinsatz ist aber nicht nur ein Experiment, sondern für Melanie die Chance, trotz des Lockdowns Geld zu verdienen. Normalerweise ist der November immer der leistungsstärkste Monat neben dem Dezember. Und das ist eine Katastrophe für uns, dass das einfach wegfällt. Und natürlich auch für meine Mitarbeiter. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Ich konnte dieses Jahr deswegen schon kein Weihnachtsgeld zahlen, was schlimm genug ist. Aber Kurzarbeit sind ja auch nur 60%. Und ich möchte jetzt damit auch versuchen, meinen Mitarbeitern natürlich nochmal eine Gehaltsaufstockung zu ermöglichen. Schon vor 6 Monaten bangt die Salonchefin um ihre Existenz. Auch ihre Mitarbeiterinnen hatten Angst vor der Zukunft. Als es denn hieß, wir müssen schließen, hatte ich natürlich erstmal die große Panik in meinen Augen, weil ich bin noch in der Probezeit. Melanie Kruse will jetzt ihre Chance nutzen. Sie fährt ins 350 Kilometer entfernte Sachsen-Anhalt. Denn hier sind körpernahe Dienstleistungen noch erlaubt. Für einige Tage will sie endlich wieder arbeiten. Auf ihrer Beauty-Tour bietet sie Permanent Make-up an, auf einem Campingplatz. Also für mich ist es das allererste Mal, jetzt draußen mobil zu arbeiten. Dementsprechend bin ich einfach gespannt und ich glaube, dass auch eine große Anspannung von mir abfällt, wenn gleich die erste Kundin pigmentiert ist. Campinggäste gibt es wegen des Lockdowns nicht. Da Melanie beruflich reist, darf sie aber hier campen und arbeiten. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, bis die erste Kundin kommt. Ich muss da hinten mich jetzt erstmal an Strom anschließen. In ihrem umgebauten Beauty-Wohnmobil erwartet die Salonchefin in den nächsten Tagen bis zu 10 Kundinnen. Alle Frauen haben sich über Instagram bei Melanie angemeldet. Persönlich kennt sie aber keine von ihnen. Hi, ich bin Melly. Sie ist die Einzige und vielleicht auch die Erste und wird vielleicht auch die Einzige bleiben, die so verrückt und spontan ist, um das zu machen. Und warum nicht? Wenn ich dort nicht arbeiten kann, gehe ich dahin, wo die Arbeit ist. Also ich finde es super. Wohnmobil statt Beauty-Salon. Das Angebot scheint anzukommen. Die erste Kundin erhält in den nächsten 2 Stunden ihr Permanent-Make-up. Kostenpunkt trotz des improvisierten Arbeitsplatzes 500 Euro inklusive Nachbehandlung in 3 Wochen, wenn Melanie wiederkommt. Ich bin sehr zufrieden. Das Worten hat sich gelohnt. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Kein Salon, keine Mitarbeiterinnen, doch die Chance, endlich wieder arbeiten zu können. Klar bin ich traurig, dass wir nicht wie gewohnt arbeiten dürfen, weil auf der Arbeit ist es natürlich schön, wenn alle Mitarbeiter da sind. Wir haben so ein tolles Arbeitsklima, das vermisse ich schon sehr, aber ich finde, dass das jetzt einfach gerade ein ganz toller Ersatz für mich ist und dass mir das jetzt in der schweren Zeit ganz viel Licht gerade gibt. Auch wenn Melanie Kruse in ihrer Heimat nicht arbeiten darf, lässt sie sich nicht unterkriegen und nutzt die neue Chance mit ihrem Beauty-Salon im Wohnwagen.